geschätzte Österreicherinnen und Österreicher. Die Bewilligung und die Kontrolle des Staatshaushalts gehört in Demokratien zu den zentralen, wichtigsten und auch zu den ältesten Rechten der Parlamente. Umso beschämender ist es, dass dieses Hohe Haus bereits zum zweiten Mal heuer nicht in der Lage ist, ein korrektes Budget ordnungsgemäß zu beschließen. Sowohl beim Budget 2020 als auch beim Budget 2021 wurden von den Regierungsfraktionen grobe Fehler gemacht. Am 29.05. haben 97 schwarz-grüne Nationalratsabgeordnete bewusst ein falsches Budget beschlossen. Es war ein Budget, welches vor der Corona-Krise erstellt wurde, obwohl wir bereits mitten in der Corona-Krise waren. Darüber hinaus musste das Hohe Haus die dritte Lesung um einen Tag verschieben, weil der Herr Finanzminister 6 Nullen im Budget vergessen hat. Vergangenen Donnerstag wollten wir das Budget 2021 beschließen. Aufgrund eines schweren Formalfehlers der ÖVP konnten wir jedoch nicht das Bundesfinanzrahmengesetz 2021 bis 2024 beschließen. Es fehlte nämlich eine Unterschrift auf einem Abänderungsantrag. In diesem Zusammenhang möchte ich aus der Rede vom ÖVP-Abgeordneten Karl-Heinz Kopf bei der Budgetgeneraldebatte am 17.11. zwei Zitate bringen. Das erste Zitat: Herrn Kollegen Fuchs ist dann keine inhaltliche Kritik an dieser Maßnahme mehr eingefallen, also hat er sich auf das Formale verlegt. Das zweite Zitat vom Kollegen Kopf: Wir kümmern uns um diese Sorgen, um die wahren Sorgen dieser Unternehmerinnen und Unternehmer und nicht um Formalfragen oder Strukturfragen. Wir kümmern uns nicht um Formalfragen. Kollege Hanger, Sie haben es bejaht. Das ist korrekt. Und das ist genau der Grund, warum wir hier alle heute eine Ehrenrunde ziehen müssen. Und wenn die ÖVP die Einstellung hat, dass Formalfragen und Strukturfragen nicht relevant sind, dann wundert es mich nicht, dass die Corona-Hilfsmaßnahmen ein Meisterstück an Bürokratie sind. Wir müssen hier uns auch alle bewusst sein, dass der Finanzminister wieder ein Budget vorlegt, welches nur den Lockdown-Light berücksichtigt, aber nicht den zweiten harten Lockdown. Dieses Budget ist also bereits vor der Beschlussfassung Makulatur und verletzt einen wichtigen verfassungsrechtlichen Grundsatz, nämlich den Grundsatz der Budgetwahrheit. 97 schwarz-grüne Nationalratsabgeordnete werden also heute bewusst wieder ein falsches Budget beschließen. Warum diese Eile? Wir hätten uns die Zeit bis zur nächsten Plenarsitzung am 10.12. nehmen können, dann hätte der Finanzminister mehr als genug Zeit gehabt, das Budget zu überarbeiten und ein ordentliches Budget vorzulegen. Der Finanzminister findet es aber heuer bereits zum zweiten Mal nicht der Mühe wert, ein Budget unter Berücksichtigung sämtlicher aktueller Entwicklungen vorzulegen, zum Schaden der Republik Österreich. In diesem Zusammenhang möchte ich noch auf ein Gesetz kurz eingehen, was wirklich skandalös ist. Wir haben es vorgestern im Finanzausschuss diskutiert, und zwar das Bundesgesetz, mit dem Förderungen des Bundes aufgrund der Covid-19-Pandemien an das steuerliche Wohlverhalten geknüpft werden. Grundsätzlich ist das eine gute Idee. Es gibt auch einen entsprechenden Entschließungsantrag des Nationalrates vom 22. April. Aber erster Kritikpunkt: Im Vergleich zum Entschließungsantrag wurde hier das steuerliche Wohlverhalten massiv entschärft.
Und der zweite Punkt ist wirklich skandalös, die Inkrafttretensbestimmung. Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 2021 in Kraft und jetzt kommt's und ist auf Förderungen anzuwenden, deren Rechtsgrundlage erstmals nach dem 31. Dezember 2020 in Kraft getreten ist. Was heißt das? Das heißt nichts anderes als Unternehmer, die sich nicht steuerehrlich verhalten. Hier werden keine Förderungen eingefordert, rückgängig gemacht, wenn die Förderung, die Rechtsgrundlage bereits im Jahr 2020 beschlossen wurde. Das heißt, es wird ein Auge zugedrückt, wenn die Rechtsgrundlage im Jahr 2020 verwirklicht wurde, dann darf man steuerunehrlich sein. Auf meine Frage im Finanzausschuss, warum wir dieses Gesetz nicht rückwirkend mit 1.1.2020 in Kraft treten lassen, hat der Obmann des Finanzausschusses, der Karl-Heinz Kopf, gemeint, es geht hier um rechtsstaatliche Grundsätze, um den Vertrauensschutz. Das heißt, die steuerunehrlichen Unternehmen in Österreich, die dürfen sich darauf verlassen, dass die ÖVP, wenn sie 2020 unehrlich waren und Förderungen in Anspruch genommen haben, diese nicht zurückzahlen müssen. Eine Absicherung in den Richtlinien ist uns zu wenig. Wir brauchen hier eine entsprechende gesetzliche Bestimmung. Applaus